Aber wissen Sie was? Es gibt so viele Dinge im Leben, die sehe ich manchmal gar nicht mehr, obwohl sie wunderbar sind in meinem Umfeld. Diese 1000 Quadratmeter Garten zum Beispiel. Ein Paradies im Grunde. Ich lebe und wohne in einem katholischen, bin ja evangelischer Christ und lebe und wohne und arbeite in einem katholischen Pfarrhaus, was wir uns gemietet haben. Neben uns die katholische Kirche und dann der Garten in der Mitte, den ich, bitte verzeihen Sie, Luthergarten genannt habe. Aber wir haben alle unseren Spaß in diesem Dorf und wir feiern gemeinsam und wir haben Gottesdienst gemeinsam. Es ist eine wunderbare Pracht zu sehen, wie Konfession an den Nagel gehängt wird und wie wir gemeinsam Gottesdienste feiern und in diesem kleinen Westerwälder Dorf leben. Das ist ein Grund für Dankbarkeit. Aber ich will auf ein anderes Thema hinzielen. Manchmal ist die Routine des Lebens der größte Killer der Dankbarkeit. Das letzte Lied in diesem Block. Wer nicht mehr dankt, der hat das Sehen verlernt. Wer nicht mehr dankt, der hat sich schon entfernt. Komm, schau dich um in deiner Welt, wie oft der Herr dein Leben aufgehält. Wer schnell vergisst, dem fehlt Lebendigkeit. Wer schnell vergisst, lebt Oberflächlichkeit. Komm, schau dich um in deiner Welt, wie oft der Herr dein Leben aufgehält. Und wer voll Angst den Herrn rief in der Not und Tage später schon vergaß das Angebot auf Glaube, Liebe, Hoffnung und Balance, der hat heute neu, ganz neu für sich die Chance. Sag ihm jetzt das, was auf der Seele brennt. Frag nach dem Weg, den er allein schon kennt. Und sag ihm Dank für diesen Augenblick. Denn wer ihm dankt, der kann zu ihm zurück. Der vierte Schritt für ein Leben in Abenteuer ist mein Lieblingsschritt und er heißt Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun. Denn der größte Klebstoff ist die Gewohnheit. Ich komme wirklich rum in diesem Land, nicht nur in christlichen Gemeinden, in viele Firmen, in Hotels, nicht nur in Deutschland, jetzt auch international, aber in Deutschland fällt mir etwas ganz besonders auf. Mit unserem Land stimmt was nicht. Wir sind ein Jammerland. Naja, manche sagen auf hohem Niveau, das gibt es natürlich in Neumarkt nicht. Sie kennen schon diese Jammerer, gell? Ja? Aber es ist Wahnsinn, gell? Jetzt wo ganz Europa wirtschaftlich zu leiden hat, geht es uns so gut, aber wir jammern schon mal mit, dass wenn es uns erreicht, dass wir schon mal eingejammert sind. So kommt es mir manchmal vor. Aber was ich noch viel schlimmer finde, wir sind nicht mehr Verliebte. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie mich verstehen. Ich meine verliebt sein, so mit Schmetterling im Bauch. Also ich hoffe, sie waren alle in ihrem Leben einmal so richtig doll verliebt. Bei manchen ist das vielleicht schon länger her, aber ich hoffe, sie erinnern sich noch dran. Wissen Sie, wenn man verliebt ist, hat man Esprit und Dynamik. Da lässt man sich verrückte Dinge einfallen. Wenn man liebt, hat man Angst, dass den anderen ein Regentropfen erschlagen könnte. Ja, von so einer Liebe rede ich. Und wenn Sie sich jetzt wundern, dass ich als katholische Schwester von Verliebtsein rede. Ja, wenn ich nicht verliebt in Gott wäre, würde ich manches nicht mehr tun. Ich kann es Ihnen sagen, ich muss verrückt sein, was ich da alles manchmal mitmache. Aber wenn man liebt, rechnet man nicht. Und was ich nicht begreife, ist, dass wir den Menschen, die uns am nächsten sind, so wenig diese Liebe zeigen. Ich weiß nicht, auf was wir warten wollen. Wir müssen immer an der Liebe arbeiten. Wenn wir nichts Ungewöhnliches in einer Beziehung tun, wird diese Beziehung gewöhnlich.
gewöhnlich. Wenn wir nichts Ungewöhnliches in unserer Gemeinde tun, wird diese Gemeinde gewöhnlich. Und wenn wir nichts Ungewöhnliches in unserem Glauben tun, glauben wir am Ende aus Gewohnheit und wundern uns, dass da kein Feuer ist. Ja, wo nichts brennt, ist auch kein Feuer. Und das Komische ist, dass wir das nicht mehr zeigen. Ich weiß nicht, was wir warten wollen. Stellen Sie sich mal vor, wir könnten 500 Jahre alt werden. 500 Jahre Zähne putzen, waschen, bügeln, in die Steuerkanzlei, ins andere Büro, manche Leute ertragen. 500 Jahre. In 500 Jahren können wir die ganze Welt gesehen haben. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, was wir in einem Menschenleben nicht an Zufriedenheit schaffen, schaffen wir auch nicht in 500 Jahren. Aber manche meinen, wenn ich mehr Reis nicht oder mehr Geld, das würde das hier füllen. Oder wenn ich Superstar wäre, Dschungelkönigin, diese Maden gefuttert hätte, ja, das würde das hier füllen. Ja, das füllt das aber nicht. Aber wenn ein Mensch sagt, du bist das Glück meines Lebens, das füllt das da drin. Und mich wundert manchmal, warum wir das so wenig zeigen. Wenn ich weiß, mein Mann muss früh aus dem Haus, warum ich dich einen Zettel schreibe, mein Schatz, ich hab dich so lieb, ruf mich 100-mal an und steck's in sein Jackett. Und ich weiß auch nicht, warum mein Mann seiner Frau nie einen Zettel schreibt. Mein Schnucki-Putzi-Häschen oder was er sonst zu ihnen sagt, das weiß ich ja nicht. Das Beste an mir bist du und hinterlässt diesen Zettel am Küchentisch. Aber wenn sie so einen Zettel vorfinden würden, dieser Tag wäre anders. Denn unsere Sprache hat einen Zauber. Wir könnten jeden Tag einander beglücken und tun es nicht. Deswegen gebe ich Ihnen heute Abend zwei Hausaufgaben auf. Die erste Hausaufgabe, dass Sie, wenn Sie nach Hause kommen, den Menschen, den Sie da begegnen, auf Sie wartet, so richtig drücken. Kleinen Bussi, schönen Gruß von mir. Der wird wahrscheinlich sagen, wo kommst denn du heute her? Und die zweite Hausaufgabe, dass Sie morgen einen wildfremden Menschen ganz freundlich anlächeln. Der wird sagen, kennen wir uns? Und Sie sagen, nein, aber ich bin Christ, wir sind so. Die Menschen hungern nach Zuwendung und Anerkennung. Diese Hausaufgabe gebe ich eigentlich grundsätzlich auf bei meinen Vorträgen, ob bei Top-Managern oder Landfrauentagen. Und ich war sehr viel in den letzten Jahren in Niederbayern eingeladen. Und als ich 2 Jahre später wieder zu so einem Landfrauentag kam, kam so eine alte Bäuerin auf mich zu und sagte, Schwester Teresa, ich habe die Hausaufgabe damals gemacht. Ich bin heim zu meinem Alten. Ob ihn drückt, hat er gesagt, spinnst du? Dann habe ich einen Tag nicht mit ihm geredet. Und jetzt busseln wir jeden Abend. Ich wünsche es ihm. Auf was wollen wir warten? Auf was wollen wir warten? Ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, wir sind so, ich weiß nicht, da fehlt so der Esprit. Ich meine, auch in unserer Kirche, ich meine, jetzt seit Papst Franziskus natürlich da ist, nicht Herr Dekan, wir blühen ja richtig auf, wir können es ja noch gar nicht fassen. Also, ich traue mich schon gar nicht, mich zu freuen, weil ich denke, hoffentlich überlebt das. Jetzt hat er sich mit der Mafia sogar eingelegt, nicht, ja? Aber wenn ich sonst in die Gemeinden komme, und ich komme in sehr viele Gemeinden, das ist so eine Müdigkeit, als hätte irgendjemand den Stecker aus der Dose gezogen. Da ist kein Feuer. Wir trauen uns nichts mehr zu tun. Dabei haben wir Christen nichts mehr zu verlieren. Der Tod hat für uns nur noch einen schlechten Ruf. Wir leben aus einer anderen Wirklichkeit. Wir sind schon erlöst. Naja, ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, zu begreifen, was das Problem unserer Kirche ist, Herr Dekan. 2014 weiß ich es endlich. Aber es hat wirklich, ich sage ja, nichts mit Neumarkt zu tun, gell? Ja, gell, was ich jetzt sage. Gell? Aber endlich habe ich es erkannt. Das Problem unserer Kirche ist der Islam. Der Pfarrer-Islam. Die Gemeinde-Islam, der Chor-Islam. Also nicht Neumarkt, ist ja ganz klar, nicht? Ja.
Also, und auch bitte nichts gegen die Muslimen, gell? Ich habe viele muslimische Freunde. Ich spreche vom fränkischen Lahmsein. Und als ich in Südtirol sprach beim Wirtschaftstag, sagte ein Politiker: Schwester Teresa, die Krankheit haben wir auch. Das ist kein Feuer. Wir trauen uns nichts mehr Verrücktes tun. Aber auf was wollen wir warten? Ich habe sicher in meinem Leben schon viel Verrücktes gemacht, dass ich in dieser Quizshow bin, was ich als Verrückteste, oder dass ich mal für Sat.1 die Rollschuhbahn in Bochum bei Starlight Express runtergefahren bin. Ja, ist noch nicht so lange her, meine Lieben, ja. Ich muss verrückt gewesen sein, aber das Zweitverrückteste, was ich je getan habe, war, einer Einladung zu folgen nach Hückeraschen. Jetzt wissen Sie sicher, wo Hückeraschen liegt. Hückeraschen liegt bei Bielefeld, ein evangelischer Pfarrer rief mich an, ich soll unbedingt zur Christi Himmelfahrt zur Predigt kommen. Und ich schaue auf den Routenplaner, das wären über 1000 Kilometer an einem Tag. Und ich sage, also, weil ich am nächsten Tag Schule hatte, finden Sie wirklich keinen in Ihrer Nähe? Nein, wir haben Sie im Fernsehen gesehen, Sie müssen kommen. Naja, verrückt wie ich bin, sehr früh losgefahren, komme dahin, schön gelegen an einem See, Blaskapelle, hunderte Leute, meinen Sie, ich hätte einen Kaffee gekriegt? No. Ich würde ja nicht sagen, typisch Mann, aber dass der nicht denkt, dass ich nach 500 Kilometern früh einen Kaffee brauche. Dann hatten die in dem See ein Bötchen und so einen Mikroständer in das Bötchen gebaut und ich sollte zur Predigt in dieses Bötchen. Habe ich gesagt, nein, ich bleibe an Land. Jesus kann im Boot predigen, ich nicht. Dann hat man mich in die Sonne gesetzt, dass ich den Kirchenchor besser sehen kann. Also ich sage es Ihnen, ich habe mich wirklich mit so einem Liedblatt versucht, 2,5 Stunden zu schützen, um nicht blanchiert zu werden. Und da dachte ich, Teresa, das war ein Fehler. Auf was hast du dich eingelassen? Und da ging ich vor zur Predigt und da fiel mir ein Mann auf ihn mit langen Haaren, ich habe es vergessen. Und der Gottesdienst war zu Ende, steht er plötzlich vor mir und sagt, Schwester Teresa, ich gehöre hier gar nicht dazu, aber ich möchte Ihnen was anvertrauen. Ich wollte morgen was ganz Böses machen. Ich wollte morgen 5 Leute entlassen. Aber nach Ihrer Predigt tue ich es nicht mehr. Da wusste ich, warum ich nach Hückeraschen musste. Ich habe mich gefreut, als ich in Völklingen beim Wirtschaftstag sprach, kam ein Unternehmer und sagte, ich wollte einen entlassen. Ich tue es auch nicht mehr. Manchmal müssen wir verrückte Dinge tun, anstrengende, unpopuläre. Und ich weiß, dass auch hier ganz viel ehrenamtlich sitzen. Auch dieser Abend ist ehrenamtlich zustande gekommen. Und manchmal wird man nicht für das Ehrenamt belohnt, meistens noch kritisiert. Man könnte auch die Füße hochlegen und daheim bleiben. Ich kann Ihnen nur zurufen, halten Sie durch. Wir arbeiten für den menschenfreundlichsten Gott und für ein wunderbares Land. Wenn wir es nicht tun, wer soll es tun? Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Thank you.
das bei uns unmöglich? Herr, du kannst es tun. Das, was uns zur Eile treibt, lässt du erstmal ruhen. Bum, bum, bum. Menschen machen Fehler und Seelen sind verletzt. Doch ehe wir uns versehen, hast du die Berge schon versetzt. Ich fall in deine Arme, denn nur bei dir, da find ich Ruhe. Es gibt nur einen Gott für alle, das bist nur du, nur du, nur du. Es gibt so vieles, was uns grämt, am Ende noch beschämt. Es gibt so vieles, was uns drückt, am Ende gar beglückt. Welchen Ratschlag soll ich geben? Welche Wege soll ich gehen? Herr, ich komm zu dir am Morgen, deine Augen sollen mich führen. Was bei uns unmöglich, Herr, du kannst es tun. Das, was uns zur Eile treibt, lässt du erst mal ruhen. Menschen machen Fehler und Seelen sind verletzt. Doch ehe wir uns versehen, hast du die Berge schon versetzt. Ich fall in deine Arme, denn nur bei dir, da find ich Ruhe. Es gibt nur einen Gott für alle, das bist nur du, nur du, nur du. Vier Schritte haben wir schon. Freundschaft mit sich leben, Bibel nicht nur lesen, Bibel werden, Gott loben, hunderte Gelegenheiten und Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun. Und jetzt kommt der fünfte Schritt, der Höhepunkt sozusagen, das größte Abenteuer, das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Und dieser Punkt heißt Vergebung. Denn ich kann nicht strahlen, alle lieben, jubeln, tanzen und singen und jeden Tag fröhlich sein, wenn etwas mit mir nicht in Ordnung ist. Und das Problem ist, dass unglaublich viele Menschen verletzt sind, gerade durch ihre Beziehungen, Schwiegerleute, im Betrieb, in den Gemeinden. Wir haben so viele verletzte Menschen und da kann man nicht einfach jubeln, strahlen und Abenteuer leben. Aber dieses Abenteuer, das ich Ihnen ans Herz lege, das brauchen wir so dringend. Und ich werde mich an diesem Punkt nicht aussparen, und dass Sie denken, naja, die Schwester hat leicht reden, die hat keinen Ehemann, die hat keine Schwiegermutter, was weiß die schon? Naja, wissen Sie, wenn man so bekannt ist wie ich, hat man nicht bloß Freunde. Da hat man schnell Gegner, die sagen, das ist doch keine richtige Schwester, die im Fernsehen ist, Skateboard gefahren ist und Weißbier trinkt. Man wird nur beobachtet, nicht? Mit wem man redet, mit wem man nicht redet, was man einkauft, vor allem nach dem Gewinn bei Pilawa. Wenn ich im Gasthof war, was ich gegessen habe, was ich getrunken habe. Jeder Schnaps wurde dem Bischof geschrieben. Aber jetzt weiß er wenigstens, was ich vertrage. Und das war am Anfang ganz lustig und ich muss auch gestehen, ich war damals noch sehr naiv. Ich dachte nämlich damals immer, am Anfang, man dürfte einer katholischen Schwester ansehen, dass sie glücklich ist. Ja, wem denn sonst? Als dem Bodenpersonal Gottes darf man ansehen, dass sie glücklich ist. Und ich war damals sehr naiv, ich wusste damals noch nicht, dass die deutsche Antwort für Anerkennung Neid ist. Das wusste ich damals noch nicht. Und deswegen habe ich in meiner Dankesrede, als ich den Kulturpreis erhielt, gesagt, ich verstehe, dass sich die Geister an mir scheiden. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin eine dicke Frau. Und drittens, ich bin eine erfolgreiche dicke Frau. Und das stört bestimmt jemand.
Und so war es dann auch. Und interessanterweise nicht, unsere Arbeit wurde kritisiert, unser Lebensstil. Und wir wollten immer Schwestern zum Anfassen sein. Ich habe nicht verstanden, wie Menschen, die noch nie mit mir ein Wort gesprochen haben, ja, so Böses erfinden konnten. Warum bin ich damals Christin geworden? Wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin. Aber es war schwer. Ich wurde damals richtig krank, hab's nicht verstanden und habe lange gebraucht zu begreifen, warum Menschen überhaupt einander verletzen. Aber ich hab's endlich ja, herausgekriegt und jetzt möchte ich es Ihnen gerne mal zeigen. Das hier soll ein Herz sein, ein Herz. Wenn aber jemand verletzt ist, sieht das Herz so aus. Und wenn jemand mit einem solchen Herzen einem anderen begegnet, was passiert dann? Er verletzt ihn auch. Verletzte Menschen verletzen. Und die merken nicht, dass sie so rumlaufen. Die merken das nicht und das tut weh. Und wenn sie sich ein Bein brechen, das heilt nicht in 3 Tagen. Wenn die Seele verletzt ist, die heilt auch nicht in 3 Tagen. Und trotzdem möchte ich Ihnen 3 Vorteile nennen, die Sie davon haben, wenn Sie den Schlawinern trotzdem vergeben. Der erste Vorteil, dass Ihr Verhältnis zu Gott wieder stimmt, denn Jesus erzählt die Geschichte, kommt ein Mann zum König, schuldet ihm 10.000 Denare. Sagen wir mal ins heute übersetzt 10 Millionen Euro. Und er sagt, ich kann es dir nicht geben. Und der König sagt, okay, ich erlasse es dir. 10 Millionen. Der trifft einen Kollegen, der schuldet ihm 20 Euro. Und er sagt, ich kann es dir nicht geben. Was? Er würgt ihn, lässt ihn einsperren vor der 20 Euro, obwohl ihm gerade 10 Millionen erlassen worden sind. Und Jesus sagt, wenn du deiner Schwester oder deinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibst, wird Gott dir auch nicht vergeben. Also wenn Sie mal darauf wollen, so direkt so, vergeben Sie den Menschen. Sie sind aus dem Schneider. Der zweite Vorteil. Wenn Sie vergeben, werden Sie oder bleiben Sie seelisch gesund? Wenn nicht, wissen Sie, wenn die Seele leidet, wird irgendwann der Körper krank. Wenn die Seele leidet, wird der Körper krank und jeden von uns erwischt es an seiner schwächsten Stelle. Manche haben es dauernd im Kreuz, müssen ja dauernd Rückgrat zeigen. Manche haben es dauernd im Magen, liegt was Schweres im Magen. Manchen geht es ans Herz und manche sind ständig erkältet, die haben keine Abwehrkräfte mehr. Wenn ich aber vergebe, beginnt wieder die Heilung. Das ist so schrecklich, was mit diesem jungen Fußballer Robert Imke passiert ist. Der hat sich lieber das Leben genommen, statt zu sagen, ich brauche Hilfe. Wir haben so viele depressive Menschen. Bitte sagen Sie nie zu jemandem, stell dich nicht so an, die Sonne scheint doch. Jeden von uns kann es erwischen, durch Mobbing, Burnout, Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit. Jeden kann es erwischen. Und da kann man nicht einfach jubeln. Und manche Menschen trifft es wirklich sehr, sehr hart. Solche Schicksale. Und da können wir nicht einfach nur Sprüche klopfen. Ich weiß nicht, was das Schlimmste ist, was Menschen passieren kann. Ich denke, wenn er sein Kind verliert. Ich wüsste nicht, was schlimmer ist. Und da haben wir auch als Kirche nicht die Antwort. Haben wir nicht. Warum das geschehen musste. Aber wenn jemand sehr, sehr trauert, dann traue ich mich manchmal zu sagen, stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. Du wärst gestorben und dein Kind würde leben. Was würdest du ihm aus dem Himmel sagen? Würdest du ihm nicht sagen wollen, mein Schatz, hör auf zu weinen. Bitte lebe. Mir geht's gut, mein Schatz. Hör auf zu weinen. Wenn ich jemand liebe, will ich, dass er glücklich ist. Ich kann nicht glücklich sein, wenn du es nicht bist. Wir sehen uns wieder, mein Schatz. Umarme die Welt. Mach das Beste draus. Hilf anderen.
Würden Sie ihm das nicht sagen wollen? Manchmal trifft es uns hart. Und wenn Sie mit Gespräch oder Gebet nicht weiterkommen, suchen Sie sich professionelle Hilfe. Sie sind deswegen nicht verrückt. Manchmal brauchen wir Hilfe. Es ist so. Und der dritte Vorteil, wenn Sie vergeben, gibt es ein Zeugnis für die Welt. Die Frage ist nur, wie vergibt man denn? Also es gibt noch keine Geheimrezepte, habe ich auch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, wie ich es damals geschafft habe. Ich habe die drei Leute, die so gegen uns gewütet haben, vor mich hingestellt, so nah, wie ich sie an mich rankommen lasse, so 10,8 Kilometer. Dann habe ich Gott gebeten, dass er mich heilt. Nach einem Monat waren sie 9,8 Kilometer, nach einem Vierteljahr 7,6. Nach 2200 Meter, ich habe ihnen schon die Hand gegeben, ich weiß ja warum. Verletzte Menschen verletzen. Ich war am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, habe ich so viel Verständnis für Menschen in der Öffentlichkeit. Und wenn es heute in diesem Saal jemand gäbe, der das Gefühl hat, nicht geliebt zu sein, bitte sprechen Sie mich nachher an. Ich wäre gerne mit Ihnen befreundet, nicht nur auf Facebook. Denn Mutter Teresa sagt, es darf niemand über diese Erde gehen, der das Gefühl hat, nicht geliebt zu sein. Jetzt im Nachhinein bin ich sehr mutig. Und wenn jetzt jemand sagt, du bist eine blöde Kuh, sage ich, ich liebe dich trotzdem. Warum? Wenn wir einem Menschen begegnen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden ihn sofort sympathisch oder sofort unsympathisch. Aber wenn wir das denken dürfen, darf der andere das von uns halt auch denken. Es wäre Größenwahnsinn zu meinen, dass dich jeder lieben müsste. Das geht nicht. Ablehnung tut weh. Aber ich sage Ihnen einen wichtigen Satz. Niemand kann sie ablehnen, wenn sie sich nicht schon selbst vorher abgelehnt haben. Niemand kann sie ablehnen. Warum sie vergeben sollten, ich habe es heute schon mal gesagt. Wenn dieser Tag zu Ende geht, der kommt nie mehr wieder. Auf was wollen wir warten? Es gibt viele Verletzungen, viele Kränkungen. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Und ich weiß, zur Kränkung gehören immer zwei. Der kränkt und der, der es ihm erlaubt. Wir tragen dazu bei. Wir sagen nicht stopp, es langt. Ich führe wirklich so viele Gespräche, auch nach meinen Vorträgen, und ich kann es oft gar nicht glauben, dass es so viele Menschen gibt, die angeschrien werden, weil jemand jähzornig ist. Schreien ist Körperverletzung. Ich sage dann, gehen Sie aus dem Zimmer. Wenn du dich wieder beruhigt hast, reden wir wieder normal. Es gibt so viele Wunden, das können wir gar nicht glauben. Aber wir können es loswerden, wir müssen Stopp sagen. Wir müssen umdenken. Negative Gedanken machen negative Gefühle. Positive Gedanken machen positive Gefühle. Und wenn Sie sich schlecht fühlen, überlegen Sie, was haben Sie gerade gedacht? Was wir denken, das fühlen wir. Meistens haben wir ja diese Ängste in der Nacht. Dann steigern wir uns so hinein, Sie kennen das. Die Sorgen werden immer größer und dann wird es immer schwieriger. Und wenn Sie wieder so eine Nacht haben, dann empfehle ich Ihnen, setzen Sie sich an die Bettkante und dann sagen Sie zu Ihrer Angst, okay, komm mal her. Jetzt reden wir zweimal Tacheles. Mit was bedrohst du mich eigentlich? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann, wenn Sie merken, die ist gar nicht da. Wir denken sie bloß. Wir reden sie uns ein. Aber wenn wir das denken können, können wir auch umdenken und sagen, stopp. Ich habe einen guten Tipp für Sie. Wenn die Sorgen sehr groß sind, dann vertrauen Sie sie Gott an. Das mache ich auch. Und ich sage zu ihm, pass auf, lieber Gott, ich gebe dir jetzt alles. Und bei dir ist es ja gut aufgehoben. Und wenn ich morgen aufwache, gibst du mir einfach zurück, was du glaubst, dass ich lösen kann. Und den Rest machst du. Und es funktioniert immer.
Er wird es für Sie aufbewahren. Sie brauchen keine Angst haben. Schlafen Sie erstmal. Vergebung ist nicht leicht, wenn der andere unversöhnlich ist. Aber Hauptsache, Sie tun den ersten Schritt, damit Sie frei werden. Dann ist alles seine Sünde nicht mehr Ihre Sünde. Es kostet so viel Energie, Lebensenergie, sich böse zu sein. Und wir verlieren so viel Kraft. Wir können das Abenteuer leben und es den Menschen zeigen da draußen. Wissen Sie, wir sind nicht besser als die da draußen, nur weil wir gläubig sind. Wir sind nicht besser, aber wir sollen anders sein. Und wir können niemand mehr was vormachen. Sagen Sie mal einem jungen Menschen, es ist abenteuerlich, in einer steinharten Kirchenbank zu sitzen und ein 400 Jahre altes Lied zu singen. Das haut dich vom Hocker. Das nehmen die uns nicht ab. Aber sie nehmen uns ab, wenn wir sie an uns sehen, dass wir verliebt sind. Schwach, aber authentisch, ehrlich, weinen und lachen können, wenn wir sind, wie wir sind. Aber das aus Überzeugung. Wir sind nicht gerne Sünder, aber wir haben einen Erlöser. Und das ist die Botschaft. Lassen Sie Ihre Wunden heilen. Lassen Sie sich von Gott diesen Schmerz nehmen. Es wird besser. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Freundschaft mit sich leben. Gott liebt Sie so sehr, dass Sie Bibel nicht nur lesen, es versuchen zu leben, es wird ein Abenteuer. Dass Sie Gott loben, Sie haben hunderte Gelegenheiten. Dass Sie Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun, denken Sie bitte an die Hausaufgabe. Und das Wichtigste, lassen Sie Ihre Wunden heilen. Wissen Sie, es gibt so viele Heroes, so viele Helden. Ich sage Ihnen, wer meine Helden sind. Das sind die Menschen, die den Mut haben, zu jemand hinzugehen und zu sagen, bitte verzeih mir, ich habe schlecht von dir geredet. Das sind meine Helden. Ich habe Ihnen am Schluss eine Bildgeschichte mitgebracht, die uns hilft, wenn wir uns doch ein bisschen schwer tun mit dem einen oder anderen. Es gibt ja so Menschen, die haben so manchmal so einen Panzer. Und diese Geschichte ist so köstlich, weil sie ist wirklich passiert. Und die New York Times hat sie als kleines Büchlein veröffentlicht. Und ich bitte dich, Waldemar, wenn ich die Bilder zeige, dass du einfach ein bisschen ganz ruhig spielst. Denn sie ist wirklich unglaublich. Und diese Geschichte spielt nach diesem schrecklichen Tsunami, das wir vor Jahren erlebt haben. Und das Wasser ist rübergeschwappt, auch an die afrikanische Küste. Und es betrifft ein kleines Nilpferdbaby. Ein Nilpferdbaby muss 3 Monate am Muttertier sein, dass es überlebt. Die Dorfbewohner sahen es und beschlossen es zu retten. Man gab ihm den Namen Owen. Als die Flut kam, beschloss man ihn einzufangen. Aber das war schwierig. Er war völlig verstört, ausgehungert, ängstlich. Die Dorfbewohner schafften es und beschlossen, ihn in den nächsten Tierpark zu bringen. Als man Owen freiließ, was tat er? Er ging schnurstracks zu einer 130 Jahre alten Aldabra-Schildkröte.